Ja, ich glaube, dass, und das leider schon länger, dass wir Deutschland ganz grundsätzlich reformieren müssen. Und wir brauchen nicht nur ein Beschleunigungsgesetz in einzelnen Fällen, wie jetzt für den Klimaschutz, sondern wir brauchen eine ganz grundsätzliche Neuorientierung. Wir sind zu langsam, wir haben viel zu viele aufgeteilte Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Ländern, Bund und Europa, ist viel zu viel ungeklärt, wir haben keine Entscheidungsgremien. Und wenn wir das nicht endlich hinbekommen, wenn wir viele Umbauziele nicht hinbekommen, namentlich nicht die Beschaffung, zum Beispiel bei der Bundeswehr, weil wir das gerade hatten. Aber wir haben das auch in Corona gesehen. Sommers ist in 50% der Gesundheitsämter nach 2 Jahren Pandemie immer noch nicht eingeführt. Wir werden den Klimawandel so nicht bewältigt bekommen. Und ich bin eigentlich sehr traurig, dass die Ampel zwar dieses Ziel ausgegeben hat, so wie die CDU es auch gefordert hat, nur leider die Maßnahmen weggelassen hat und deswegen das Ziel nicht erreichen kann. Sie haben ja schon gerade gefragt während des Statements, ob Sie dürfen, Herr Mayer. Sie dürfen sich natürlich direkt jetzt als Regierungspartei erklären. Herr Heilmann, ich kann es Sie nicht ersparen. Das ist ja alles richtig, was Sie sagen. Und ich habe da sehr viel Sympathien für. Aber auf der anderen Seite, wer hat in den letzten 16 Jahren dieses Land regiert? Wer hat in der Corona-Pandemie Bundeswehr ist das andere Thema, wer steht dafür, dass dieses Land ein Stück weit an die Wand gefahren wurde, dass wir genau gucken müssen, wie wir eine Zukunftsfähigkeit dieses Landes, der Verwaltung im Bereich Digitalisierung und all den anderen Bereichen hinbekommen. Und das ist die Union. Und deswegen ist es schön, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das auch so sehen. Das haben Sie, das gebe ich Ihnen zu, in den letzten Jahren auch immer schon getan. Aber auf der anderen Seite sind die drei Ampelparteien jetzt seit 126 Tagen in der Verantwortung. Sie hatten 16 Jahre Zeit. Wir haben einen Krieg, wir haben eine Pandemie, die noch ausläuft. Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, die Vorhabenplanung zumindest so weit auf den Weg zu bringen, dass Sie sehen können, erkennen können, dass wir die Probleme, die wir im Koalitionsvertrag angerissen haben, auch anfangen, denn umzusetzen. Also letzte drei Kommentare. Erstens ist eine gemeinsame Schuld natürlich auch der Union. Da aber alle Länder und alle Kommunen beteiligt sind, ist die FDP leider auch im Boot. Da haben Sie recht. Das heißt, wir müssen einen gesamtstaatlichen Aufbruch machen. Die Union ist aber dann die erste gewesen, wegen der Neustartgruppe, zu der ich gruppe, die dann auch das zu einem Schwerpunkt gemacht hat und hat gesagt, wir müssen alle, auch wir in der Union, umkehren. So. Und das Zweite ist, ich werfe Ihnen natürlich überhaupt nicht vor, angesichts des Krieges, dass Sie jetzt in 120 Tagen noch keine Ergebnisse haben. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Sie alle entscheidenden Maßnahmen, die man nur am Anfang einer Koalition machen kann, Auflösung des Ressortprinzips, Einführung des Digitalministeriums, das die FDP ja übrigens auch gefordert hat, aber dann sind Sie wieder an der SPD, genauso wie wir, gescheitert. All diese notwendigen strukturellen Veränderungen sind alle nicht passiert. Und es gibt dieses schöne Bild im Digitalausschuss, da sitzen Sie nicht drin. Wir haben ein Wimmelbild gemacht. Und wenn man ganz ehrlich ist, war schon in der alten Koalition. Digitalausschuss? Ja, wir haben ein Wimmelbild über die Zuständigkeiten gemacht. Und die ehrliche Antwort ist, das war auch schon unter Merkel schlimm. Ja. So, und dann haben wir ein Wimmelbild daneben gemacht, wie es jetzt ist. Und das ist noch schlimmer. Ja? So, es ist nicht besser, sondern schlimmer geworden. Daraufhin hat Herr Wissing gesagt, das Bild sei falsch. Er würde ein neues liefern. Ja. Darauf warten wir jetzt schon seit 2 Monaten, nur die Zuständigkeiten zu erklären. Ja? Wir haben noch nicht mal die Zuständigkeiten hat die Ampel geklärt. Deswegen ist meine Prognose, die 4 Jahre werden sie es nicht schaffen. Und das bedauert. Ich hole jetzt einen Schiedsrichter da rein, weil dass Sie dagegen sind, ist klar. Dass Sie dafür sind, wie toll alles ist, ist auch klar. Deswegen holen wir jetzt hier mal den Experten rein. Ralf Schuler, Chef von unserem Parlamentsbüro bei BILD. Wie erfolgreich ist die Ampel denn jetzt bislang in den letzten Tagen? Ja gut, kurz nach dem Start kann man jetzt schwer sagen, wie der Zieleinlauf wird. Sie haben ja beide recht. Also ist über die Ziele... Ein netter Schiedsrichter. Über die Ziele besteht ja gar kein Dissens, glaube ich, zwischen FDP und auch zwischen Herrn Heilmann. Er hat ja ein dickes Buch rausgegeben, Neustart, wo man von Seite zu Seite immer sagt, ja, müsste kommen. Nur da sind wir wieder bei der Denkwende. In vielen dieser Blockaden spielen ja verschiedenste Mitbestimmungsrechte der Bürger eine Rolle, der verschiedenen Kommunen, Bund und Länder blockieren sich gegenseitig. Was hier aufzulösen ist, ist eigentlich so grundlegend in unserer Verfasstheit. Sie können nicht einfach hingehen und können ein Amt digitalisieren und da jetzt eine neue Software einführen. Da sagt die Gewerkschaft, ja gut, da brauchen wir aber jetzt erstmal 3 Wochen lang Schulung für alle Mitarbeiter. Und wenn jetzt jemand mit dem Bohrer durchgeht und ein Kabel verlegt, dann muss vorher ein neuer Raumplan gestellt werden. Es ist alles verrechtet und so von Mitbestimmung durchsetzt,
aus guten Gründen, immer nur um Gerechtigkeit zu schaffen und um alles auszutarieren, dass wir einfach blockiert sind. Und das aufzulösen, das ist so wahnsinnig schwer. Das stimmt, aber da muss man ja erstmal anfangen. Die FDP hat früher immer geworben für eine Steuerreform, weil Steuerrecht ist nur ziemlich das Komplizierteste, was in Deutschland gibt. Einfach niedrig und gerecht hat man inzwischen aufgegeben. Das hätten wir gerne mit der Union 2009 gemacht, aber da... war Frau Merkel nicht dabei. Aber das ist ein anderes Herr Merz wäre bestimmt dabei gewesen und der ist ja jetzt der Vorsitzende. Vielleicht gibt es ja ein Revival in 4 Jahren. Oder sowas Einfaches wie die Mehrwertsteuer vereinheitlichen. Das können Sie ja dem Finanzminister mal vorschlagen. Der weiß ganz genau, dass er damit scheitern wird. Weil die Schnittblumenhersteller jammern. Die Tageszeitung brauchen selbstverständlich ihren niedrigen Steuersatz. Das ist ja klar. Aber alle anderen... wir haben es auch im Koalitionsvertrag nicht vereinbart. Deswegen jetzt Ihre sagen, Selbstironie. Ja? Das Thema Planungsbeschleunigung etc. haben wir im Koalitionsvertrag. Ja, aber ohne Maßnahmen, die das wirklich erreichen. Da sagte ich ja gerade, wir werden jetzt die nächsten Tage und Wochen... Wir werden das Ressortprinzip niemals auflösen. Wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir in der Ukraine ein bisschen eine stabilere Lage hoffentlich bald haben werden, uns wieder stärker auch um die Innenpolitik kümmern können. Ich bitte da wirklich um Verständnis, auch gerade Herr Wissing, was die Bahn momentan leistet, in den letzten Wochen geleistet hat, aus Warschau nach Berlin. Das sind alles Themen, das wissen Sie auch. Mit dem Blockade-Thema zu tun. Da wissen Sie aber auch, da haben wir wirklich alle in den letzten Monaten Aufgaben gehabt, die uns quasi vom Tagesgeschäft abgehalten haben. Das ist ja alles zugestanden. Mir geht es darum, dass die Grundsatzbeschlüsse der Ampel und die FDP auch in ihrem Wahlprogramm gefordert haben, alle nicht beschlossen worden sind und dass sie unterjährig jetzt ein Digitalministerium einschlagen. Das werden wir nicht tun, aber warten Sie doch mal. Wir holen jetzt mal Herrn Petsch und Mutari noch mal hier rein in die Debatte, nachdem wir... Sie könnten auch gut Pressesprecher werden. Sie geben das so rüber. Ja, man merkt richtig, wir sind gut. Das ist gut, dass Sie es so rüberbringen. Wir sind eine optimistische Partei. Eine optimistische Partei, das ist schön. Aber natürlich auch Ihr Fazit. Brauchen wir eine Modernisierung? Brauchen wir eine Zeitenwende in der Politik? Ja, ich glaube, wir sehen ja jetzt sozusagen nach 16 Jahren Bundesregierung. Es gibt jetzt einen Aufbruch, der sozusagen über die Ampel organisiert wird. Da sind ein paar Verkrustungen. Man ist auch vielleicht zu satt gewesen am Schluss in der Union. Man hat die letzten 4 Jahre vielleicht auch nicht genutzt für viele Reformen. Es gibt Reformstau in Deutschland. Dazu gibt es noch eine europäische Bürokratie, die on top drauf kommt. Aber ich glaube, es ist ein Mentalitätsproblem der Deutschen. Das ist kein Regierungsproblem. Es ist kein sozusagen administratives Problem. Es ist ein Mentalitätsproblem. Die FDP hatte mal, glaube ich, Digitalisierung first, Bedenken second oder sowas. Als aber dann hatte sie nur Bedenken wegen Registermodernisierung. Und so. Jetzt sehe ich halt dann auch nicht, wo die Digitalisierung first kommt. Aber das ist jetzt, ich will jetzt gar nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Es ist ja ein großes Problem. Ich habe in den Niederlanden studiert und habe da eine Steuererklärung gemacht. Da habe ich mich mit meiner digitalen Bürger-ID eingeloggt, habe in eine Suchmaske irgendwas eingegeben, ein paar Zahlen und damit war die erledigt. Wenn ich hier bei Elster reingehe, ist das nicht bürgerfreundlich, ist es auch nicht digital oder einfacher. Es ist einfach nur ein Monstrum. Und da haben wir ja ganz viele Probleme in Deutschland. Wir regulieren uns zu Tode. Und ich glaube, man muss diesen, die CSU hat den Ansatz, die FDP hat ihn auch, one in, one out, also für jedes neue Gesetz eine andere Regulierung rausnehmen und dergleichen. Ich glaube, anders wird es nicht gehen und wir brauchen einen radikalen Ansatz und wir müssen Verkrustungen in diesem Land massiv aufbrechen. Sonst sind wir irgendwann nicht mehr da.